und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal eine Morgenroutine. Ich habe, glaube ich, erst eine gedreht und da habe ich noch in Passau gewohnt, wie die Uni noch ganz normal stattfinden konnte. Und heute habe ich gedacht, ich zeige euch einfach mal meine Online-Uni-Routine, weil ja, man muss sich ja schon irgendwie so eine Routine aneignen, dass man gut und produktiv in den Tag starten kann. Das habe ich heute für euch und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mein Wecker klingelt unter der Woche immer so um 8 Uhr. Wenn ich mich dann endlich aus dem Bett aufgerafft habe, gehe ich dann erstmal zu meinem Fenster und mache das auf, um ein bisschen frische Luft einfach in mein Zimmer reinzulassen. Dann gehe ich auch schon ins Bad und binde mir meine Haare nach hinten. Und dann mache ich mir immer ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht, damit ich einfach ja, noch wacher werde. Wenn ich dann meine Haare durchgekämmt habe, gehe ich dann erstmal rüber in mein Unizimmer. Wenn ihr meine Blogs schaut, dann ja, kennt ihr das schon. Und dann hole ich dort mein Handy, weil über Nacht lasse ich eigentlich nie mein Handy in meinem Zimmer. Ich hasse das einfach, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich kann da nicht so gut schlafen. Und dann gehe ich auch schon runter in die Küche und mache mir dann meistens erstmal einen Podcast an. Hier habe ich jetzt die Johnsons gehört, aber ja, wenn ihr Lust habt, kann ich euch mal meine Lieblingspodcasts vorstellen. Und dann mache ich mir meistens auch schon mein Frühstück. Bevor ich das aber mache, trinke ich meistens immer so ein riesiges Glas Wasser. Es ist ja gut, wenn man viel trinkt und ich habe das Gefühl, wenn ich früh schon gleich so einen ganzen Pottig trinke, habe ich schon mal ja, was Gutes für meinen Körper getan. Und dann widme ich mich, ja, meinem Frühstück. Und zwar gibt es da Porridge bei mir. Ich habe das vor einem Jahr für mich entdeckt und seitdem esse ich das eigentlich immer unter der Woche. Ich tue einfach ein bisschen Haferflocken in meine Müslischüssel und gebe dann heißes Wasser drüber, damit die Haferflocken ein bisschen aufquellen können. Ja, es soll dann einfach so eine matschige Pampe sein. Und dann schneide ich mein Obst. Im Moment tue ich immer ja, ein bisschen Banane rein, dann ein paar Himbeeren und Blaubeeren. Dann kommt bei mir immer noch ein bisschen Müsli hinzu. Da sind auch so ein paar Schokoladendinger drin, die schmecken immer ganz gut. Und dann kommen Leinsamen noch drüber und ein paar Kokosflocken. Für die Süße gebe ich dann noch ein bisschen Agavensirup rüber und dann kommt noch ein bisschen Mandelmus hinzu. Und ja, das ist eigentlich echt mein Go-To-Essen. Ich esse es einfach so gerne, es schmeckt richtig lecker und man ist danach auch gut satt. Wenn ich dann frühstücke, dann gehe ich auch an mein Handy und check ein bisschen die sozialen Medien. Also ich gehe auf Instagram, schaue aber auch auf YouTube. Ja, und dann gehe ich auch meistens auf meinen YouTube-Kanal und schaue, ob es neue Kommentare gibt und beantworte die einfach. Ja, und wenn ich fertig bin, muss ich dann noch meine Heuschnupfentablette nehmen, weil sonst würde ich gefühlt einen allergischen Schock bekommen. Und dann gehe ich wieder hoch ins Badezimmer, mache dann ein bisschen Musik an und putze dann auch erstmal meine Zähne. Wenn ich das erledigt habe, dann geht es an meine Gesichtspflege. Damit nutze ich erstmal von Lavera so ein Gesichtspeeling. Das kann ich aber nicht ganz so empfehlen. Ich finde zum Beispiel das Waschgel von Lavera viel besser. Und dann benutze ich noch eine Gesichtscreme, die ist jetzt von Hey. Die kann ich echt richtig empfehlen, falls ihr auf der Suche nach einer guten Creme seid. Und dann ziehe ich mich auch schon um, meistens ja gemütliche Klamotten, weil ich ja eigentlich eh größtenteils zu Hause bin. Dann mache ich aber trotzdem meinen Schmuck hin, den trage ich eigentlich jeden Tag. Und dann kommen noch meine Kontaktlinsen. Dann mache ich auch schon mein Bett. Ich finde, dann fühlt man sich einfach viel besser und das Zimmer schaut einfach schon ordentlich aus. Und wenn das geschafft ist, dann ja, mache ich mein Make-up, aber so viel benutze ich da eigentlich nicht. Also ich decke ein bisschen meine Unreinheiten ab,
dass ich mich einfach wohler fühle. Aber das mache ich auch nicht jeden Tag. Also falls ich halt ein Zoom-Meeting habe oder so, mache ich das. Und dann, ja, pudere ich einfach noch mein Gesicht ab. Und zum Schluss benutze ich dann noch eine Lippenpflege. Die mag ich eigentlich echt ganz gerne. Das war's dann mit meinem Make-up. Und dann kämme ich einfach nochmal meine Haare zurecht. Dann verabschiede ich mich auch schon von meinem Handy, weil jetzt kommt es zum produktiven Teil langsam. Und erstmal mache ich mir noch einen Iced Coffee. Ich habe das ja jetzt irgendwie für mich entdeckt. Und ja, da benutze ich halt so einen Sirup. Mache einfach einen Espresso oder zwei Espressi rein. Dann kommen noch so eine Hafermilch hinzu, noch ein paar Eiswürfel und fertig. Schmeckt echt richtig lecker. Könnt ihr mal gern ausprobieren. Dann setze ich mich meistens hoch in mein sogenanntes Unizimmer und schaue erstmal, was ich ja, zu tun habe. Schaue meine To-Do-Liste an, ergänze ein paar Sachen nochmal und hier seht ihr meine To-Do-Liste für heute. Ja, dann klappe ich schon meinen Laptop auf und setze mich an meine Uni-Sachen dran. Und das mache ich eigentlich, bis es Mittagessen gibt. Das war's jetzt wieder mit dem Video und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ihr eine Abendroutine wollt, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und habt einen schönen Tag. Tschüss!